Wir sind hier in der Ausstellung von Monica Bonvicini im Kunstmuseum Winterthur. Die Ausstellung trägt den Titel Hurricanes and Other Catastrophes und geht aus von den Verwüstungen, die der Hurricane Katrina 2005 in New Orleans und im Süden der USA angerichtet haben. Es sind ja Wirbelstürme und diese Wirbelstürme umgeben uns hier ja in der Ausstellung. Man steht praktisch im Auge des Zyklons, rundherum wirbeln diese Bilder. Es sind unglaublich radikale, schonungslose Darstellungen einer Katastrophe. Es geht aber nicht um die Katastrophe an sich, sondern um das, was sich dahinter offenbart, nämlich die Klimakatastrophe, in der wir leben, und auch die Segregation der Menschen in arme Quartiere und reiche Quartiere. Es waren nämlich in New Orleans vor allem die armen Quartiere betroffen von dieser Überflutung. Viele ihrer Objekte sind orientiert an Minimal Art, aber natürlich inhaltlich aufgeladen. Es sind Fetischobjekte mit Lack, mit Leder. Es sind natürlich auch dezidiert feministische Themen. Es geht um männliche Dominanz. Es geht um Machtdarstellungen in ihrem Werk, die sie natürlich zum Teil auch mit sehr viel Zorn, aber auch mit sehr viel Humor dekonstruiert. In Monica Bonvicinis Werk taucht der Begriff Anger oder Rage, also Zorn und Wut, immer wieder auf. Und das ist natürlich auch ein Zorn angesichts dessen, was wir heute in der Realität antreffen. Kriege, Klimakatastrophen oder auch die Darstellung von Macht, wie wir das in den Medien sehen. Das ist vielleicht eine sehr starke Triebfeder für die Künstlerin selbst.